Einen Tag vor der Premiere von dem Film Frau Ella habe ich mir gedacht, nimmt man sich noch mal eine Auszeit, macht man noch vielleicht eine nostalgische Reise mit einem der wunderschönsten Autos der Welt. Sie heißt Anna Bediaka, sie fährt heute mit, sie wartet schon ganz aufgeregt. So, das ist Anna, wir fahren jetzt zusammen in diesem wunderschönen Mercedes durch die Stadt Berlin. Bitte schön, Anna. Vielen Dank, Matthias. So Leute, passt auf, jetzt wird gleich der absolute Wahnsinn. Fahr mal los. Pass auf, Anna, in dem Tempo geht's jetzt richtig ab. Der Bunker, das ist nämlich krass, das ist ein Museum, das ist ein ehemaliger Bunker und da oben drauf wohnt der Architekt, der hat sich den Bunker gekauft und da oben sich eine Wohnung draufgebaut. Ja. Da drüben ist das Deutsche Theater, sieht das Deutsche Theater, da dran arbeitet mein Vater da hinten, was man jetzt nicht sieht durch die Bäume. Hier habe ich mal gelebt, als ich kleiner war, da gab es das Haus, was ihr jetzt hier findet, noch nicht. Das da drüben, ne? Anna, guck mal, das ist das Schloss Bellevue. Hier haben wir auch einen Teil gedreht von Frau Ella. Pass auf, guck mal, in der Szene fahren wir ja durch Berlin, ne? Ja. Und da fahren wir hier lang. Ich brauche auf jeden Fall einen Kaffee, du. Hast du eigentlich einen Führerschein? Ja. Aber ich bin tatsächlich lieber Beifahrer, weil ich gucke so gern aus dem Fenster. Das ist schlecht beim Fahren. Deswegen bin ich ein wahnsinnig guter Beifahrer und ich bin auch sehr entspannt. Ich fahre auch nicht mit, das kenne ich immer so. Bei mir ist es immer so, wenn ich dann mal Auto fahre, dann bremsen alle mit und lenken auch. Um große Strecken zu bewältigen, ist es ja in dem Film auch so, hier Frau Ella, der am 17. Oktober startet, der ist, das ist so, dass die mit diesem Auto ja wirklich weit fahren auch, ne? Weißt du, jetzt wird es Zeit. Ich vermisse ja schon wieder die Straße. Keep on rolling, oder? Was ziehst du morgen an? Wahrscheinlich ein Hauch von nichts. Süß. Nee, ich ziehe ich zieh einen Anzug an. Was ziehst du an? Ein Kleid. Okay. Ein Kleid. Gut, auf der Schlussmacher-Premiere sahst du ja auch klasse aus, ne? Muss man sagen. Schlicht. Schlichtweg klasse, ja. Vielen Dank. Hier morgen, ne? Da, guck mal, da drin. Da drin ist morgen die Premiere. Guck mal, da wird schon aufgebaut für uns. Ach.